Hallo zusammen, heute geht es wieder um den Katalog 2023 und zwar um die Seite 31 und den Kühlschrank 47T. Es gab den 47 Truck, aber der ist ja nur für LKWs, aber ist im Prinzip das gleiche Gerät, heute der 47T. Und ursprünglich gab es mal einen Kühlschrank 47, der hatte die Abmessung des heutigen 46ers, aber war früher noch in Chromstahl. Ja, dieser 47T, das ist relativ ein flacher Kühlschrank. Er hat eine geringe Bauhöhe von 400 mm oder 40 cm. Durch das kann ich ihn auch unter eine Sitzbank platzieren und diesen Sitzbank-Stauraum als Kühlraum missbrauchen. Meistens werden solche Kühlschränke wirklich an Orten verbaut, wo halt ein Standardkühlschrank keinen Platz hat. Ich habe oben drin Tablare. Ich bringe zum Beispiel hier 1,5 Liter Flaschen rein und hier habe ich eine Wanne, die kann ich aushängen und dann sieht sie so aus. Und hier kann ich auch diese Flaschen 1,5 Liter, also 1,25, die langen muss ich dann so reinmachen und die kann ich hier auch wieder einhängen. Ein bisschen anheben, also ich kann sie nicht rausziehen, ich muss sie ein bisschen anheben zum Rauschieben. Der Kühlschrank hat nur einen Raum. Doch das hat er auch nur eine Temperatur. Der Kühlschrank wird hinten eingeschaltet, hat hinten den Thermostaten. Nur wenn man diesen Thermostaten mal einmal eingestellt hat, lässt man ihn eigentlich so auf diesem Niveau. Den gleichen Kühlschrank habe ich bei mir auf dem Bötchen. Ich habe so ein kleines Gondel und da habe ich auch den unter der Sitzbank montiert. Aber die Sitzbank, die hat leider hier, ich habe hier zu wenig Tiefe, dass ich das ganze Gerät reinbringe. Der hat von hier bis hier hinten eine Tiefe von 480, ich habe was über 500. Mit dem Aggregat habe ich eine Tiefe von 640 mm. Und bei mir habe ich diese Kühlmaschine weggenommen und hier auf diese Seite montiert. So sehe ich dann den Kühlschrank von vorn. Das Kühlaggregat sitzt daneben und so habe ich genügend Platz in der Tiefe und kann das so einbauen. Also das Kühlaggregat hier hat jetzt eine verlängerte Leitung. Ich kann das bis zu 1,5 Meter wegstellen. Hier gibt es auch die Möglichkeiten, dass ich das Aggregat wegnehme und mit Kupplungen versehe. Also Kältemittel-Schnellkupplungen. Das heißt, ich kann die Leitung trennen oder wird im getrennten Zustand ausgeliefert. Ich kann durch die Wand durchfahren oder durch den Boden, je nachdem, wo es hin soll. Und da, wo das Kühlaggregat hinkommt, die Kupplungen wieder zusammenschrauben. Die sind vorgefüllt. Und dann habe ich einen betriebsbereiten Kühlschrank. Von der Technik her, das ist wie bei den anderen Schränken. Ich wiederhole mich, ein Secop-Kompressor, vormals Danfoss, BD35. Das ist der meist verbaute Kompressor auf dem Weltmarkt. Auch hier habe ich einen Lamellenkondensator, der die Wärme abgibt, plus einen Lüfter zur Luftzirkulation, zur Luftabfuhr. Hier auch beachten, dass hier die Luft angesaugt wird. Bei mir ist es jetzt hier vorne. Ich saug die Luft hier von der Seite her an und die Luft geht dann weg. Also ideal wäre zum Beispiel hier, wenn das eingebaut ist, ein Gitter machen, dass ich die Luft vom Kasten nebendran ansaugen kann. Standard ist die Tür hier links, das ist eine Ausnahme, also die Bande
oder die Scharniere auf der linken Seite. Das kommt noch vom LKW-Bau. Ihr müsst euch vorstellen, das Ding sitzt unter dem Bett. Ich sitze davor am LKW und dann geht die Türe so auf, dass ich hier an den Kühlschrank komme während der Fahrt, obwohl das natürlich nicht ganz erlaubt ist. Aber das Thema ist ein anderes. Auch dieser Schrank ist umbandbar. Da habe ich vorgestern ein Video gemacht übers Umbanden vom Kühlschrank. Also auch unten Scharnier lösen, drehen ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr diese 400 nicht habt in der Höhe, haben wir ein Gerät, das ist tiefer, das ist der WEMO 200 oder der TB30. Ich habe auch einen kleinen Auszug, wirklich, wirklich klein, das ist die TB16. Und die verlinke ich euch oben angefangen mit der TB30, die TB200 und die ganz kleine mache ich hier ein Video. Das ist die TB16, wirklich, wirklich kleiner Kühlschrank mit 16 Liter Volumen. Ja, und das soll es gewesen sein für heute. Morgen kommt das nächste Video über die nächste Seite oder irgendwas anderes. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.